Hast du Frank gesehen? Er besorgt gerade was für mich. Sorry, ich habe ihn nicht gesehen. Aber wo ich dich gerade dran habe, weißt du was von dem Raub in der Bluebell-Mine? Klar, Duke hat mich damals mitgenommen. Ein paar Gangster haben Ausrüstung mitgehen lassen. Aber bevor wir den Zeugen befragen konnten, hat Stanby uns von dem Fall abgezogen. Es gab einen Zeugen? Ja, so ein schräger alter Kerl, Clarence Fletcher. Seine Freunde nennen ihn Stinker. Hübsch. Danke, Ellie. Ich hab so eine Ahnung, dass Stinker weiß, wer Rex' Freunde hier draußen sind. Und ich halte die Augen auf Frank offen. Und nimm den Zug im Bahnhof von Cherry Tree Hills. Von da aus bist du schneller bei der Mine. Okay. So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von LEGO City Undercover. Mein Name ist Dr. Skill. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. So, wir haben den Zug freigeschaltet, die Bahnreise. Das ist schon mal cool. Sind wieder da. Und... ah, okay, so bindet sich die Bahnreise. Einer von 14. Okay. Nett. Wird auch wieder einen goldenen Stein. So. Er zeigt mir jetzt aber nicht alle 14 Bahnhöfe, oder? Das wird sich ja jetzt echt eine Weile ziehen. Also, ich glaube denen das schon, dass es die gibt. Oder zeigt er mir nur die zwei, wo ich hin muss? Okay, gut, er zeigt mir nur die zwei, wo ich hin muss. Das hätte sich, glaube ich, sonst nämlich jetzt echt ein bisschen gezogen. Gut. Dann mal hier wieder hoch, die ganzen Münzen nochmal auf ein neues einsammeln. Also die Frage in die Runde, aber kann ich die Münzen eigentlich für irgendwas Gescheites dann mal benutzen? Also ist das sinnvoll, die zu haben? Oder ist das eher so, ja, nice to have? Ach, da vorne ist der Bahnhof, ja, da kann ich schnell hinlaufen. Alles so nah beieinander hier. So, ah, hier ist noch ein Fragezeichen. Das nehme ich jetzt einfach mal schnell mit, wenn ich hier schon hier langlaufe. So, und los. Wo muss ich hin? Da lang, okay. Ich sage, es geht zur Kiste. Na, doch nicht die Kiste, okay. Da nach links. Na, Moment. Da lang, okay. Da, zur Eistruhe. Okay. Und auf das Teil. Cool. So, willkommen, willkommen auf alle wieder Frischen in Stream. Hi Malte, willkommen. So. Ich kann doch sicher hier noch irgendwie auf das Dach aufhüpfen. Das wirkt auf jeden Fall. Ach Moment, ich vergesse immer, dass es... war das mit Springen? Noch einmal hüpfen und dann... ah. Okay. Bin da immer nicht so drin. Okay. 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 Okay, ich bin am Dach. Hat geklappt. Was ist das hier? Das kann ich noch gar nicht benutzen. So. Okay, da wollte ich eigentlich drauf hüpfen, aber dann halt... ach so. Einmal hier kurz einbrechen. Sympathischer Polizist sind wir. Brechen überall ein, wo es geht. So, Münzen mitgenommen. Was ist jetzt hier Tolles? Ein Tresor. Ja, das lohnt sich doch. Sehr stark. So. Zugführer Bill. Den kennen wir noch gar nicht. So, dann wahrscheinlich hier lang. Komme ich hier auch nochmal irgendwie drauf? Ah ja. So. Will nur die Münzen noch mitnehmen und dann... glaube ich auf der Seite der Bahnautomat, oder? Ne, genau auf der anderen. Ah. Dann wieder rüber. Ah, hopp. Und... Moment, da ist noch was Blaues. Kann ich da was machen? Ne. Ne, es war einfach nur blau. Okay. Gut. Dann hier rüber. Ah, die sind einfach nur für die 100% da. Für die Charaktere. Ah, gut zu wissen. Vielen Dank. Ich dachte, den lernen wir jetzt dann gleich noch einfach so kennen. So, ich bin hier und ich möchte... genau, da wollte ich hin. Super. Hierher reisen. Vielen lieben Dank. Na, sieht doch nach einem netten Zug aus. Direkt in die Abfahrt, Astrein. So, wie schnell geht das jetzt? Oh ja, das ist angenehm. Okay, jetzt sind wir hier oben. Warum sieht das da komisch aus? Ich muss da eh hin. Oh, die Mine, oder? Ja.
Komme ich da irgendwie aufs Dach? Ich sehe da schon den Superstern. Ah, gut, die werden gleich sicher sagen, ich soll denen helfen irgendwie. Hey du! Sofort anhalten! Nach Minenvorschrift 4 Absatz 5 darf niemand ohne Genehmigung in die Mine. Schau. Richtig. Hier kommt keiner rein, der nicht rein darf. Nicht während meiner Schicht. Die ist vorbei, wenn die Schichtsirene ertönt. Warum Ach so. Sage ich das eigentlich? Okay, ich glaube, dann habe ich alle Infos, die ich brauche, um dann zu wissen, wie er Feierabend macht. Alles klar. So. Dann mal gucken. Da wird doch sicher irgendwas drin sein. Weiß ich ja, irgendwie sind da immer Tresore drin, wenn ich Sachen aufbreche. Es lohnt sich. Ein Rad. Okay. Wo muss das hin? Dahin. Ah, okay. Und dann ist das hier die Sirene? Ja, mich nimmt keiner auf den. Oh, Schichtende. Wie angenehm. Die bin ich ja jetzt schnell losgeworden, okay. Dann ab hier rein in die Mine. Kurzer Ladebildschirm, cool. So. Ich suche Clarence Stinker Fletcher. Andere Seite des Hauptstollens. Puh, kannst du dich verfehlen. Geht hoffentlich bald in Rente. Pfui, Deibel. Da ist er! Puste ihn weg! Mit dem Dynamit! Oh. Was zum Kuckuck? Okay, wer von euch Typen war das? Zum letzten Mal! Dynamit ist nicht zum Spielen da! Und du! Zieh dir Schutzkleidung an! Aye, aye, Sir! Oh Mann, okay. Ja, das Haus habe ich gerade einfach so gesehen. Diesen Tunnel vorsichtiger sein sollen. Zwischenzeitlich war er genauso platt wie die Witze, die er sich da noch anhören musste. Da ist wieder ein Charakter, oder? Okay. Mal schauen, wo muss ich denn hier so hin? Pressduftzimmer kann ich ihn benutzen? Na, schade. Ja, das Haus war jetzt gerade irgendwie so einfach ins Auge gesprungen. Ah, nicht so gut. Ah, hier ist ein Seil, aber ich bin nicht groß genug. Okay, das ist Strom. Kann ich das kaputt hauen? Ne, das sind Steine. Aha. Okay, ich suche noch, wo ich hin muss. Ach, da drüben. Ah. Und ja, mit der Stange. So. So, jawohl. Ja, die Gleise sind tatsächlich noch nicht fertig. Mal schauen, was passiert, wenn ich hier drin ziehe. Ah, Steine. Irgendwas Schönes bauen? Ja. Ah, da ist so Wasser. Ich glaube, da hätte ich nicht hochlaufen können, oder? Kann das sein? Ja, wahrscheinlich. Ah ja. Schieben. Dann kann ich da hoch, hier hoch und bin da. Okay. Hier hoch. Aber ich bin auf einem guten Weg. Ja, aber erstmal hier rüber. Ah, hier ist aber nichts zum Holen. Ah, wie traurig. Okay, dann halt eben so. Polizei McCain kann das. Okay, Moment, wie ging das denn hier mit Schwingen? So. Okay. Ganz nett eigentlich gemacht, diese Schwinganimation. So. Und das auch noch. Und jetzt kann ich was bauen. Cool. Ah, okay, hier wäre ich runtergerutscht, gell? Das hätte ich mir jetzt irgendwie gedacht, das sah so aus. Geht's denn hin? Ah. Ja, hier wieder einbrechen und dann will ich endlich meine Sicherheitskleidung.
hätte ich mir sicher nichts drin leisten können. So. Ganz bestimmt. Nicht unsere Preisklasse. Ja, sieht doch gut aus, oder? So, Chase McCain, Bergarbeiter, jawohl. Cool. Ich kann jetzt Dynamit benutzen? Das wird ein echter Knaller. Das ist ja cool. Kann ich jetzt auch Steine zerhauen? Ich kann jetzt auch Steine zerhauen. Haha. Das ist ja cool. So, erstmal alle Steine hier zerhauen. Könnte ja was rumkommen. So, wo muss das hin? Das braucht der andere wahrscheinlich noch, der gerade so gemeckert hat, oder? Mal gucken. Ne, doch nicht. Ach, der braucht das vielleicht. So. Ja, jetzt habe ich mir trotzdem alles. So. Mal schauen, was das wird. Brauchen wir den Kran? Und Dynamitautomaten. Ist ja cool. Ja, her damit. Wurde mir gerade Geld abgezogen dafür oder kriege ich das so? Ah, okay, ich brauche es auf jeden Fall hier. So, hier. Ach, da. Oh. Okay. Check. Kein Problem. Na, es funktioniert wieder alles. Was hier noch an Details war. Ah, jetzt kann ich die Schienen fertig bauen. Okay. Gut, hier rüber. Hey Mann, das kannst du nicht haben. Ich brauch mein Dynamit. So. Du hast die Gleise repariert. Beste Freunde für immer. Willst du meine Lore schieben? Auf jeden Fall. Ah, okay. Wow, was für eine Explosion. Erst hat es voll. So. Cool. Angenehm. Und weiter geht's. Die waren ja relativ leicht zu besiegen. Ich glaube schon in die richtige Richtung, oder? Ja. Ah, okay. Oh, gut. Ich werde bereits erwartet. Wie nett. Willkommen. So. Rüberwerfen. Rüberwerfen. Und den hier auch rüberwerfen. Ich glaube, das war okay. Verhindern, dass ich Stinker finde. Ja, kann sein. Schauen wir, was hier alles noch so wartet. Das ist irgendwie ein interessanter Kreis. Okay, dann vielleicht doch die Richtung. Wird mir denn Geld abgezogen hier? Nee. Ah, ich kann mit einem Charakter besiegen. Ja, okay. Ich dachte gerade irgendwie, ist es nur lustiger, wenn ich als Polizist mache, aber dann auch gut zu wissen. Also ich dachte irgendwie schon, dass mit den Handschellen vielleicht zu tun hat. Oh. Oh. ein bisschen Privatsphäre vielleicht? Super. Ein Sprungbrett. Fühle ich mich gleich sicherer. Hoffe, meine Krankenversicherung deckt das ab. Drei. Ja, drei springen. Okay, ich muss durch die Ringe hisch. So durch, dann kriege ich das. Oh. Okay. Ouch. Oh, geht aber tief runter hier. Geht ja sehr tief runter hier. Wo sind denn die Münzen? Da sind wieder Münzen, okay. Ja, den einen Ring habe ich verpasst. Boah, geht das tief. Ja, irgendwie schon. Oh, habe ich es erwischt? Nee, ah. Schade. Oh, und links, und links, und links. Ich glaube, auf der linken Seite wäre es gewesen. Ja, okay, da ist es egal, wie ich mich entscheide. Okay. Das kommt da oben eher, oder? Ja. Oh, okay, mit Fallschirm geht's auch. Ich muss einmal hier so rum. Ja, super. Ach komm, da bin ich doch durchgeflogen. Schade. Gut. Perfekte Landung. Cool. Ja, sind unten. Hey, du weißt schon, dass es einen Aufzug gibt? Echt? Nein. Wo denn? Ich hab ja Zugang gesehen.
Einfach weiter hier. Sehr schön. Okay, jetzt bin ich hier. Gut. Mit Blick auf die Uhr bedanke ich mich aber wieder bei euch fürs Zuschauen dieser Folge. Schaltet auch gerne morgen wieder ein. Bis dahin. Ciao, ciao.